Michael Kiesch. Seine Bandkollegen nennen ihn einfach Mischa. Genau wie Beton-Mischa. Zunächst hat er lediglich die 5 Seiten seiner Epiphone Les Paul gequält, nachdem der Sänger von Facedown Stereo beschlossen hat, eine Bollo-Bratwurstbude zu eröffnen, übernahm er dann auch den Part am Mikrofon. Hey, hallo Kariat, wir sind Facedown Stereo, das ist unser Proberaum, komm einfach mit rein. So, jetzt wird's laut. Willkommen Kariat, wir sind Facedown Stereo, vorstellen Bass, Chris. Hi. Chris Bozet. Chris zupft für Facedown Stereo seine 4 Seiten, wann immer Bedarf besteht. Verstärkt wird das Ganze dann über einen Warwick Amp mit passender Box. Gitarre. Michael Landsmann. Michi stellt den typischen Gitarristen dar. Vertieft in das Griffbrett seiner Ibanez traut er sich hin und wieder ans Mikro, um ein wenig für Background Vocals zu sorgen. Keyboard. Hi. Michi. Michi Lochner. Eine ehemalige Person in dieser Band. Schlagzeug. Markus. Markus. Faust ist ein Drummer und Markus ist ein Drummer. Sein gewöhnungsbedürftiges kleines Set besteht aus Bass, Snare und 2 Toms, ohne Jerry. Moa, Michi. Michael Kiesch. Seine Bandkollegen nennen ihn einfach Mischa und das habe ich auch schon getan, deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Facedown Stereo. Aus dem Proberaum im Wohnzimmer jetzt hier zu uns auf die Couch. Wieso probt ihr in einem Wohnzimmer? Meine Oma hat da früher drin gewohnt, deswegen ist der Wohnzimmer heute so eingerichtet wie vor 40 Jahren. Der Proberaum liegt halt optimal, ist halt eine günstige Location für uns alle und das hat sich einfach so ergeben. Deswegen eigentlich ein Wohnzimmer bzw. ein normales Haus aus den 50er Jahren. Ihr geht ja auch im Proberaum schon ziemlich ab. War das jetzt nur für die Kamera oder ist das live genauso? Also kann man sich als Zuschauer auch erhoffen, dass Monitorboxen umgetreten werden und der Sänger drüber fällt? Also das war natürlich nur für die Kamera. Ne? Nee, Quatsch. Also so, ich bin mal über eine Monitorbox drüber geflogen in Peaceboard. Dann die Gitarren fliegen, mir springen. Es geht halt um den Spaß. Man animiert die Leute, die Musik soll gut sein, der Spaß soll da sein. Ich sehe so viele junge Bands, die super Musik machen, aber ja, stehen auf der Bühne und spielen die Gitarre. Ne? Und dann stehst du auch im Publikum, da denkst du, ja, Musik ist super, ne? Aber das war es dann auch. Und da wollen wir halt natürlich auch wieder übertrumpfen. Gerade um ein Beispiel zu nennen, was jetzt am Wochenende nochmal war, sind wir auch wieder gut abgegangen und dann direkt beim ersten Lied haben die Monitorboxen angefangen zu qualmen. Man hat uns natürlich nicht mehr gehört. Ne? Macht immer Spaß. Kommt einfach mal gucken. Es ist wirklich ganz wichtig, dass eine Band, egal wer es im Text schreibt, ob ich einen schreibe oder Kiesch einen schreibt, ist völlig egal. Was da ganz viel mit eine Rolle spielen soll, ist einfach nur, dass man auf der Bühne steht und diese ganzen Gefühle vom Text her auch rauslässt. Ich finde, das ist für eine Band auch ganz wichtig. Es dreht sich um alles, einfach nur unseren Text. Wir sagen nicht, wir sind keine Politband und wir machen auch keine christlichen Texte oder erzählen keine Geschichten. Ich erzähle einfach mir, was da gerade so anliegt. Das kann was Witziges sein, das kann was Ernstes sein, ist alles dabei. Das ist halt echt persönlich und es ist nichts von irgendwo hergegriffen. Bei Markus ist es auch sehr ernste Sachen, der Michi schreibt über ein schönes Thema und ist halt einfach alles kunterbunt dabei. Dann vielleicht vom Anhören auch mal zum Ansehen. Wollen wir mal einen Blick auf eure MySpace-Seite werfen? Ja, MySpace. Viele, selbst die Superbands, die aus Amerika, aus den Nordstaaten, überall her, alles nur noch MySpace, haben gar keine eigenen Seiten mehr, sondern nur noch MySpace alles. Und das ist halt eine riesige Plattform, wo man seine Musik zeigen kann, Bilder, alles, Bekanntschaften schließen kann. Man kann so leicht Gigs besorgen. Wir waren jetzt in den letzten 2 Monaten, hatten wir 9 Shows oder 8, 9 Shows. Und das kam alles nur durch MySpace, unsere Seite, die Songs, alles halt einfach. Und was erhofft ihr euch von der Musik? Nur mal von mir aus zu gehen, meiner Ansicht her, finde ich einfach nur, dass der Spaß absolut im Vordergrund steht. Also vom Musikmachen, von der Musikrichtung her auch, wenn wir im Proberaum stehen samstags, ist einfach das Gefühl, diese innere Emotion, wenn man ein Lied aufbaut im Proberaum und dann sagt, okay, auf dem nächsten Show spielen wir live, ist für mich... Ich bin selber ein Mensch, der viele Emotionen innerlich auch hat und der da auch viel mit reinbringt, auch zeigt den anderen. Und ich finde einfach, dass Emotion und Gefühl bei Musik im Vordergrund steht. Ja, Musik.
Musik, 24 Stunden am Tag verbringt man irgendwie Zeit mit Musik, man hört Musik, man macht Musik, man spielt in Musikvereinen, man hilft da aus, man macht alles einfach und also ich könnte nicht ohne Musik, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch schon alles. Die Musikrichtung, die wir jetzt machen, ist eigentlich normalerweise gar nicht meine Musikrichtung. Schon eher so, eher so Melodicore, Hardcore und alles drum und dran, aber mit den Leuten alles macht die Musik einfach Spaß. Ich bin natürlich auch froh, jetzt bei der Band überhaupt dabei zu sein. Ich habe vorher schon zwei Bands gehabt und war drauf und dran, mein Zeug zu verkaufen. Hatte eigentlich fast alles weg, bis der Kiesch mich dann gefragt hat. Ich musste mir dann wieder alles neu kaufen, ja. Aber sonst sehe ich das genauso wie der Markus. Also auch erst nur zum Spaß halt erstmal. Und dann gucken, was kommt. Jetzt Fernseher hier. Läuft gut. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche euch viel Erfolg. Es gibt ein T-Shirt, schön von uns, von der Band zu gewinnen. Ganz einfache Gewinnspielfrage. Wer sind wir? Wer sind wir? A, Facedown Stereo oder B, Olaf mein Hut? Ja, ganz einfach, oder? Also A, Facedown Stereo, B, Olaf mein Hut. Das T-Shirt.